Blue Thunder. Und manche werden von ihm vielleicht denken, Moment, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, ich bin ja auf der Messe. In der Tat, das ist im Original aus einer Fernsehserie nachgefunden, das fliegende Auge. Also das ist kein Nachbau eines echten Helikopters, sondern der ist dieser TV-Serie nachgefunden, aber auch das bezeichnet man natürlich als Scale-Modell, weil es einem Vorbild bis ins Detail nachgebaut worden ist. Auch hier eine Jetpack-Turbine verbaut. Und der rohbaufertige Bausatz mit Featherstorm, das ist hinten dieser Heckrotor, den Sie sehen. Und der sieht ja ein bisschen anders aus als bei vielen Modellen, die wir vorher gesehen haben. Der ist hier ummantelt. Und das nennt sich Featherstorm-System, findet man auch bei vielen Hubschraubern in der Wirklichkeit. Und wenn Sie mal von hinten reingeguckt haben, was da so geglüht hat gerade, das war nicht die Turbine selbst, sondern da haben sie einen entsprechenden Beleuchtungssatz ausgebaut, dass das von hinten wirklich so aussieht. Hier haben Sie es nochmal gesehen, als ob hinten quasi Feuer aus dem Heli kommt. Also da kann man die Vorbildtreue wirklich bis ins Extreme treiben. Und wenn Sie Fragen zu diesem Modell haben, vielleicht ein bisschen Blut oder Kerosin geleckt haben in diesem Zusammenhang, über den Scale-Ausbau, über alle Optionen, informieren Sie die Kollegen der Heli Factory gerne direkt am Start. Auch hier so 2,60 Meter Rotordurchmesser, 24,5 Kilogramm. Du hast es gar nicht mitbekommen, wir stehen unter Beschuss. Wenn du das sagst? Das sind Leuchtraketen. Was hast du abgefeuert, ey? Ich weiß es nicht. Ich war eigentlich ganz brav. Jetzt. Ja, okay. Also. Also das ist Geld. Haben sie uns vorher nicht gesagt, ne? Nee. Wollten sie uns wieder erschrecken, die Jungs? Das haben sie hingekriegt. Also auch da kann man die Vorbildtreue wirklich bis ins kleinste Detail vorantreiben. Auch die Beleuchtung natürlich, diese Positionsleuchten, die Positionsblitzer, ganz wichtig, um die Vorbildtreue des Modells hervorzuheben. Wenn Sie sich mal kurz vielleicht vergegenwärtigen, was Sie sehen und ausblenden, dass Sie auf der Modellhubschraubermesse sind, das sieht doch jetzt wirklich aus wie ein echter Hubschrauber. Also könnte man und er kann sogar das Maschinengewehr vorne bewegen. Ja. Schau! Also das ist nochmal ein Zwischenapplaus wert. Scaler geht es nicht. Er schießt, er bewegt sein Rohr, das vorne rauskommt, hätte ich beinahe gesagt. Also das Maschinengewehr. Und auch hier ist natürlich die große Herausforderung, diese Modelle so in Szene zu setzen, dass es realistisch aussieht, also dass da keine abgehackten Flugfiguren zu sehen sind, sondern dass das alles harmonisch, weich gesteuert und entsprechend großräumig geflogen wird. Und obwohl das vielleicht so auf den ersten Blick leichter aussieht, es ist ähnlich herausfordernd wie das wilde Rumturm am Himmel, denn auch hier muss man den Hubschrauber immer unter Kontrolle haben, man muss immer ein, zwei Schritte vorausdenken, denn natürlich mit so einem Gewicht, wie in diesem Fall 24,5 Kilogramm, da schiebt die Maschine ganz ordentlich und auch diese Wellenturbine, haben wir vorhin ja gehört, die treibt nicht nur den Rotor an, sondern natürlich durch den Abgasstrahl hinten auch ein gewisses Schub und auch der schiebt das Modell nach vorne, da schießt er nochmal. Und da noch ein bisschen Munition an Bord. Also, das sind alles Sachen, die man beachten muss, um den Hubschrauber dann so schön ins Ziel zu bringen. Auf der linken Seite mittlerweile dann gestartet der Band mit der EC-145T2. Nicht wundern, ich habe mich nicht versprochen, als ich das Modell das erste Mal sah. Es ist wirklich eine neue Baureihe, ein neues Flugzeug, Mr. der Firma Eurocopter. Sieht so ein bisschen aus wie eine EC-135, ist es aber nicht. Es ist definitiv eine EC-145 in der T2-Variante. Hier verbaut auch eine Zwei-Wellenturbine in dem Modell, eine Jetcat SPT-5H mit einer Leistung von 6,5 Kilowatt, braucht er auch, um das Ding so leicht durch die Luft zu bewegen, denn das Modell wiegt immerhin 23 Kilogramm, hat einen Rotorkreis von 2,35 Meter. Die Rotorblätter, die dort drauf sind, M-Blades, also Rotorblätter aus Aluminium, und das Ganze wird stabilisiert von einem AC-3, von einem Heli-Command. Die roten Köpfe, die dort bei den Modellen verbaut sind, kommen auch alle aus dem Hause Heli Factory. Das heißt also, die Heli Factory baut nicht nur
schöne Turbinenhelikopter, sondern sie stellen auch eigene Ruderköpfe her. Die Ruderköpfe gibt es in 2-Blatt, 3-Blatt, 4-Blatt, 5-Blatt, ich glaube 6-Blatt. Ruderköpfe haben sie mittlerweile auch. Also da kommt wirklich alles aus einem Hause, aus Linda. Liegt im Bergischen Land, dort ist die Firma ansässig, Georg Meyer und Bernd Bremer. Der Bernd Bremer wird oben am Stand sein, den sehe ich momentan hier oben nicht. Und der Georg Meyer, das ist einer der beiden Chefs, der steht jetzt gerade hinter dem Bernd Pöti. Und diese Modelle sind da wirklich gesamtkunstwertig, also da stimmt wirklich alles, die Optik, wie sie hier vorgeflogen werden und natürlich auch der Antrieb mit den Schwerpunkt-Turbinen, denn die Vorbilder, die echten Hubschrauber werden natürlich auch von wesentlich größeren, natürlich L-Turbinen angetrieben. Also wenn man den Scale-Modell mal auf die Spitze treiben will, wie die Jungs von der Unifactory, dann gehören all diese Komponenten zusammen. Hat natürlich auch seinen Preis. Die Bausätze, die wir hier sehen, bewegen sich so im Bereich zwischen 5.500 bis 6.000 Euro. Da hat man allerdings nur in Anführungszeichen den Hubschrauber, also Turbine, die gesamte Elektronik, was man sonst noch so braucht, das kommt noch oben drauf. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe da vielleicht ein kleineres Auto, aber dafür einen größeren Helikopter. Das kann natürlich sein, natürlich solltet ihr dann letztendlich auch ins Auto reinpassen. Ja, das läuft dann irgendwann gegeneinander, ne? Ja. Irgendwann kann das natürlich schon passieren, aber so, sagen wir, Helikopter in dieser Größenordnung, da sollte so VW-Bus schon Minimum sein. Es geht auch mit Kombi, aber da muss man sich schon ein bisschen vorne klein machen, um dann so einen Helikopter noch transportieren zu können. Aber es sind einfach Träume, die Firma Helikopter überbaut, und wer sich mal am Stand von denen umgeschaut hat, der weiß, was da alles möglich ist. Man kann diese Helikopter natürlich in jeder Ausbaustufe halten. Der eine sagt, ich möchte dann noch die Sitz machen, ich möchte das mit dem Rohbau fertig. Der andere sagt, ich möchte es komplett flugfertig eingeflogen haben und einfach mit Bauen nichts zu tun haben. Dafür sind die Jungs da. Die sagen dann, okay, wir bauen das, wir fliegen hier das Ding ein und übergeben es hier komplett geflogen. Hängt natürlich dann auch der letztendliche Preis von ab, in welcher Aufbaustufe man das Modell verbunden haben möchte. Aber wer da näher ist,